Hey ho ihr Lieben, Servus und grüßt euch zu einer kleinen Folge Super Mario Maker hier in der 100 Mario Herausforderung auf Schwierig und wir sind endlich bei Level 3 angelangt und zocken einfach mal hier so schön weiter. Jetzt hätte ich fast auf neues Spiel geklickt, das wäre sehr fatal gewesen, hätte ich wieder die ersten zwei Level neu machen müssen, weil es lief sehr gut. Wir haben 89 Leben und zwei Level geschafft. Aufgrund von Tonproblemen habe ich jetzt dieses Stück hier kurz rausgeschnitten. Ich wollte sagen, das ist der Lauf der Läufe und hier geht das Level los. Und ja. Genau. Der Lauf der Läufe. Da wird alles klappen. Wie am Schnürchen und keine scheiß Levels werden hier erscheinen. Ich frage mich, wie ich da drüber kommen soll. Gott, Hilfe. Ah! Scheiße. Wie komme ich da rum? Moment. Moment. Ich habe keinen Plan. Also, Bewegungsmuster studieren. Wenn ich oben rumrenne, kommt da dieses eine kleine Feuerteil-Dings von rechts. Und wenn das jetzt hier runter geht, dann gehe ich jetzt nicht hier hoch. Ah! Nee, das klappt so nicht. So klappt das nicht. Kriege ich da irgendwas raus? Nö. Das klappt nicht. Wie soll das klappen? Oh Gott, ich war so zuversichtlich. Das geht nicht. Ah! Mami! Scheiße. Ah, ich hab's geschafft. Und da kam ein Fump und der hat mir das Leben gekostet. Verfluchte Kacke. Okay. Nein, nicht jetzt. Stehen bleiben! Fuck, nein! Haha, ausgetrickst. Das Schwerste habe ich wohl geschafft. Hier kriegt man ja Bonussachen noch und nöcher. Oh yeah! Oh yeah! Und wo geht's jetzt lang? Hier oben nicht. Ich habe Angst, nach da unten zu gehen. Ich slide einfach geschmeidig an der Wand entlang. Duck dich. Da ist hier schon das Ziel. Oh yeah, so schwer war das Level nicht. So können die Levels weitergehen. Der Anfang war ziemlich scheiße, aber der Rest war doch sehr gut. Hui, Mario. Ich glaube, das ist dein Problem. Oh je, armer kleiner Mario. Aaron, hast du gedacht, du kannst dich mit, kannst mich mit deinem Level dran kriegen? Hast du falsch gedacht. Level 4. Ha, es läuft super. Och nein, Japaner-Level. Oh, wie gewonnen, so zerronnen. Ah! 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 Hilfe! Arschloch. Ho! Oh. Scheißigkeit ohne Ende. Einfach mal hier diese schöne, kleine Ranke hinauf. Und springen da. Hulig. Ah, geh da raus. Ah, Hilfe. Nein. Oh Gott. Ah, dieser Druck. Das macht mich total nervös. Okay, aber jetzt wissen wir schon mal, wo es lang geht. Und zwar hier oben. Das ist der richtige Weg. Sieht zumindest nach einem richtigen Weg aus. Da ist sogar ein Pilz. Oh, sehr nett. Danke, Japaner. Sowas kenne ich gar nicht von Japanern. Wie gewonnen, so zerronnen. Gut. Jetzt warten wir hier auf die nächste Bombe. Kriegen wir geliefert. Frei. Ohne Porto. Müssen nur aufpassen, weil die sind ganz schön spritzig. Das hat nicht geklappt, so wie ich das wollte. Haut doch ab, ihr blöden Bomben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist es hier. Ich warte noch, bis die Bombe kaputt geht. Bevor ich da durchgehe. Och nö, Flammendinger. Okay. So, Gefahr gebannt. Wir gehen hier jetzt hier vorsichtig durch. Ah, fliegende Feuerbälle! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Was soll das? Verdammt, jetzt?
Du Kackpratze, du Elendige. Wo muss ich lang? Ah, oh, das ist das Ziel. Oh yeah. Sogar 3 Level gewonnen, ihr Leben hier. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So früh am Morgen, gleich so viel Erfolge. Sehr schön, so kann es weitergehen. Kein Weltrekord, das macht mir aber nichts. Ich glaube, Nintendo hat echt in der letzten Zeit ausgemistet und die ganzen Scheißlevel rausgeschmissen. Getting it done. Okay, Daniel. Ich krieg das gebacken. Glaube ich. Was auch immer du mir hier präsentieren möchtest. Ich habe damit gerechnet. Moment, ich bleib mal hier stehen. Vielleicht kommt da irgendwas Schönes aus den Röhren dort oben raus. Nee, ich glaube nicht. Da kommen nur Goombas und die... Dieses Trampolin bringt hier nichts. Da ist nichts versteckt. Vielleicht muss ich hier rein. Vielleicht signalisiert es, dass ich da rein muss. Nee. Okay, jede zweite Röhre ist mit so einer Piranha-Pflanze versehen. Da oben kommt nichts raus. Doch, da kommen Stachis raus. Hilfe. Münzen. Nein, shit. Passt doch ein bisschen auf. Okay. Nein! Jetzt war ich so gut und kam da über diese Piranha-Pflanzenfallen drüber. Aber nö, kommt ein blöder Stachel aus der Röhre gerutscht und versaut mir den Tag. Und dann... Ha! Geschafft. Sehr schön. Ich habe Angst, dass da irgendwas Gemeines rauskommt. Da kommen Feuer-Piranhas raus. Hier können die mir relativ wenig anhaben. Oh, das war knapp. Was passiert hier jetzt? Oh Gott. Da kommen Schildkröten. Hilfe. Ich hasse Röhren. Da weiß man nie, was passiert. Aber ich bin gut. Ich bin gut? Nein, scheiße. Wie komme ich da jetzt hinauf? Muss ich dann einen Goomba als Sprungschanze nutzen? Nee, so geht es. Okay. Kriege ich mal einen Pilz bitte irgendwo? Das ist ja unfair. Mensch. Das ist ja unfair, ist das. Nirgendwo kriegt man was geschenkt. Hui. Was ist dort oben? Ich alter Fuchshase mit meinem Forscherdrang. Sehr schön. Gut gemacht, Sascha. Du warst so weit. Und hast alles aufs Spiel gesetzt, weil du gehofft hast, etwas Schönes zu finden. Und was hast du gefunden? Den Tod. Nichts als den Tod hast du gefunden. Aber jetzt sind wir wieder hier. Jetzt passen wir mal ein bisschen besser auf. Da kommt so ein Piranha-Schnapper von oben. Und da kommt einer von unten. Nach oben gehen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht. Aber wahrscheinlich ist da oben was versteckt. Geheime kleine... Vielleicht ein Pilz oder so. Egal, egal. Nichts riskieren. Oh Gott, nein. Das ist unfair. Da kommen Goombas raus und ganz viele von diesen Piranha, von diesen Stachis, die runterfallen, sobald man denen zu nahe kommt. Oh Gott, ich habe hier alles verkackt. Hilfe! Mein Gott. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das nicht. Ich schau, was dort oben ist. Ich schau, was dort oben ist. Da ist bestimmt irgendwas Nettes versteckt. Bitte sei da was. Nein! Oh, ich lebe noch. Nein! Okay, noch ein Leben verloren. Schön. Jetzt verhaspel ich mich wieder. Das ist kacke. Ich möchte mich nicht verhaspeln. Dann werde ich nämlich immer schnell und nervös. Und dann kriege ich nichts mehr gebacken hier in diesem blöden Spiel. So. Hier muss ich jetzt echt schnell sein. Weil ich keinen Bock habe, dass die Goombas
Mir den Tag versauen? Oder irgendwas anderes? Ein Pilz? Und jetzt? Toll. Hallo? Und jetzt? Wo muss ich hinein? Jetzt bin ich wieder hier unten. Das ist ja grandios. Das ist ja toll. Jetzt bin ich hier. Da, wo ich schon vorher war. Nur, dass ich jetzt hier Mecta Junior bin. Was soll denn der Kack? Komme ich jetzt hier irgendwo hinein? Habe ich irgendeine Röhre verpasst? Das ist doch gemein. Ah! Jetzt bin ich wieder klein. Verfluchte Kacke. Wahrscheinlich muss ich doch nach oben rechts rum. Okay, Moment. Verdammt. 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 Nein. Nee, ich taste mich Pixel für Pixel vor. Das mache ich hier. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? So, hier passe ich jetzt auf. Und ich glaube, ich hole mir den Pilz. Den Mecta Junior Pilz. Shit, jetzt habe ich es verkackt. Da muss man schnell sein hier. Nein! So, ich hole mir eben nicht den Mecta Junior Pilz. Ich bleibe hier. Springe hier vorsichtig hoch. Springe danach hier drüben. Warte die Feuerblume ab. Springe hier hin. Warte erneut. Springe hier rüber. Und das ist nämlich ja dann. Ich brauche den Mecta Junior Pilz. Da komme ich nicht durch, lebend. Toll. Meine Fresse. Dieses Level ist knifflig. Kniffelig. So, ich mache jetzt hier. Ich warte kurz hier. Auf den Moment. Und jetzt hier und da und dort und dort und hier. Kurz warten. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Nein! So, ich hab's dir gezeigt, du Kacklevel. Nein, mein Pilz ist weg! Oh Gott! Da so Röhren einen bestimmten Triggerpunkt haben, habe ich mir einfach gedacht, ich beeil mich und tada, schaff's einfach so. Mit Leichtigkeit und Schnelligkeit und Scheiße! Ah, jetzt habe ich verkackt, jetzt kann ich mich gerade wieder umbringen. Also ich habe keine Chance da jetzt durch die Goombas zu kommen ohne Pilz. Verflucht. Goodbye, cruel world. Okay, Achtung. Röhren haben Triggerpunkte, man muss schnell sein in diesem Level. Man kann fast schon durchrennen. Wenn man schnell ist, dann kann man hier einfach durchrennen. Ups. Mit Bravour gemeistert. Oh yeah. Jetzt muss ich nur noch lebend da durchkommen, wieder zurück. Holy shit! Oh nein! Oh Gott, jetzt habe ich gedacht, ich stürze ab und sterbe. Mecta Junior! Du kannst das schaffen! Sailor Moon! Okay. Jetzt nichts überstürzen, wir haben das Level fast geschafft, ja. Whoop. Und. Whoop. Und dann können wir hier einmal mit Invisible Frames durchrennen. Und da ist das Ziel! Bam! 72 Leben haben wir noch! Ha! Und 3 dazu bekommen. So läuft das doch super. Grandios! Grandios!
Ich bin der Erste! Ich bin der Erste! Yeah! Daniel, ich hab's dir gezeigt. Oh yeah, jetzt kriegst du sogar einen Stern. Ich bin gnädig heute. Ich bin gnädig. Fuck yeah! So. Haut mir in die Kommentare eure Levels, wenn ihr welche für mich habt. Oder schreibt sie auf Twitter mit dem Hashtag SuperSassMaker. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Super Mario Maker Extreme, wie auch immer. Hauen sie rein, können sie raushauen und so. Ciao!